Tag auch. Und wieder schicke ich Ihnen sonnige Grüße an den heimischen Herd. Heute koche ich mir Saftiges vom Ochsen, eine cremige Polenta mit Gorgonzola und Gewürzbirnkompott. Und das Ganze wird getoppt mit einem Paprika-Brotsalat. Und das Ganze jetzt. Dem Motto, auch einem alten Hund kann man noch neue Tricks beibringen, muss ich zugeben, dass meine Ernährungsgewohnheiten sich in den Jahren doch vehement verändert haben. Früher immer halbstark unterwegs gewesen, Hauptsache Fleisch, Hauptsache viel, Hauptsache kräftig, ist heutzutage viel häufiger bei mir einfach nur Gemüse auf dem Teller. Nichtsdestotrotz gibt es bei mir immer wieder noch mal Tage, wo es einfach Fleisch sein muss. Und hier habe ich so ein fantastisches Prachtstück, und zwar ein wunderbares Ochsenkotelett. Gutes Kilo, 1 bis 1,2 Kilo, das ist natürlich nicht nur für mich alleine. So ein Stück reicht locker für, na, im Hauptgang würde ich schon sagen, 3 bis 4 Personen. Man sieht hier wirklich alles das, was ein Fleisch mit sich bringen muss, für mich zumindest. Es ist schön fett durchzogen. Wer es nicht mag, kann es nachher nach dem Bratvorgang wegschneiden, aber während der Zubereitung auf jeden Fall dran lassen. Das Fleisch schön trocken, hat einen ganz leichten natürlichen Glanz, es hat einen typischen Geruch. Das Besondere am Ochsenkotelett ist, dass es hier am Knochen zubereitet wird. Es gibt so ein paar Tipps, auf die man wirklich achten kann, wenn ich ein Stück Fleisch zubereite. Dieses Stück Fleisch habe ich circa 2 Stunden vorher aus dem Kühlschrank geholt und habe das schon mal Raumtemperatur annehmen lassen. Denn das Fleisch soll keinen Temperaturschock erleiden. Das heißt, wenn ich das Fleisch kalt aus dem Kühlschrank in die heiße Pfanne lege, dann zieht sich das Ganze einfach nur zusammen und der Fleischsaft wird rausgedrückt. Zunächst einmal eine Grillpfanne ordentlich heiß werden lassen. Ja. Dann für dieses Ochsenkotelett brauchen wir eine Gewürzmarinade, und die besteht natürlich aus vielen verschiedenen Gewürzen. Da hätte sogar der Klabautermann seine Freude dran. Wir benötigen circa 1 Teelöffel schwarzen Pfeffer, 1 Teelöffel Kümmel, 1 Teelöffel Koriander und 1 Teelöffel Fenchel. Das Ganze wird zunächst einmal angemörsert. Bei der Verwendung von Gewürzen versuchen Sie wirklich immer auf ganze Gewürze zurückzugreifen, nicht die vorgemahlene Variante nehmen, denn durch den Mahlvorgang gehen so viele ätherische Öle bereits an die Luft verloren, und wir wollen ja hier den Geschmack und die Aromen ins Fleisch einmassieren und wollen das nicht einfach nur an die Küchenluft abgeben. Wenn wir es angemörsert haben, ein wenig Salz dazugeben. Das verstärkt jetzt noch die reibende Wirkung des Mörsers. Und wenn wir es zum feinen Mehl verarbeitet haben, einfach nur kurz beiseite stellen. Dieses Ochsenkotelett ist übrigens aus der Hochrippe herausgeschnitten. Hochrippe, sagt glaube ich schon, habe ich selber mal gebastelt hier. Mein kleiner Ochse. Kann man daran erkennen, dass hinten Schnippschnapp-Eier ab sind. Das ist mein Ochse, und der hat natürlich ein Rückenfilet. Die hohen Rippen liegen hier vorne unterhalb der Schulter. Hier hinten kommt das flache Rostbeef, darunter versteckt sich das kleine Rinderfilet. Und das Besondere an der Hochrippe ist, kann man sehr, sehr deutlich sehen, dass es nicht nur fleischig ist, sondern mit seinem fantastischen Fettauge versehen ist. Und das gibt einen ganz speziellen Geschmack nachher beim Braten. Zunächst jetzt einmal das Stück Fleisch leicht ölen. Hat seinen Hintergrund darin, dass wenn ich eine Grillpfanne benutze, dass ich kein Öl in die Pfanne hineingebe, sondern das Produkt, was gegrillt werden soll, das wird leicht eingeölt. Dadurch habe ich nachher ein schönes Muster und vor allem dieses ganz typische Raucharoma, weshalb ich auch die Grillpfanne benutze. Kräftig einmassieren. Und jetzt diesen ordentlichen Braten wirklich rundherum mit den kräftigen Gewürzen versehen. Wirklich kräftig würzen, denn wir haben hier kein kleines Schnitzelchen, sondern wir haben hier einen richtigen Lappen Fleisch. Und wir brauchen viel Gewürze, damit die Aromen auch in das Fleisch einziehen können. Wenn die Pfanne dann heiß ist, jetzt dieses fantastische Stück Fleisch im gewürzten und geölten Zustand einfach in die Grillpfanne hineinlegen. Dann wird das Ganze von beiden Seiten scharf angebraten bzw. angegrillt.
Ich werde relativ häufig gefragt von meinen Freunden, wie ich eigentlich mal so ein perfektes Stück Fleisch zubereiten kann, warum mir das immer gelingt und denen zu Hause nicht. Das hat natürlich viele Gründe. Das erste Kriterium ist natürlich der Einkauf. Und hier kann ich nur empfehlen, billig, billig, billig ist nix. Das heißt, wirklich lieber einen Euro mehr investieren für die gute Qualität des Fleisches und dafür einfach mal weniger bzw. seltener Fleisch servieren. Bei der Zubereitung entscheidend ist auch die Pfannenwahl. Ich persönlich kenne nicht einen einzigen Koch, der ein Stück Fleisch in einer Teflonpfanne zubereitet, sondern wir bevorzugen gusseiserne Pfannen, denn die geben die Hitze an das Gargut gleichmäßiger und vor allem kompakter ab. Wenn das Fleisch von beiden Seiten denn Farbe genommen hat, wird es anschließend nochmal in den Ofen geschoben. Denn ich gare Fleisch nie auf dem Herd zu Ende, sondern schiebe es in den Ofen bei ca. 140 Grad. Und die etwas zurückhaltende Hitze sorgt dafür, dass ich nachher das perfekte und vor allem wirklich saftige Bratergebnis habe. Hier den Kunststoffgriff mit ein wenig Folie schützen. Damit die Hitze auch gleichmäßig an das schöne Stück Fleisch rankommt, stelle ich das auf den Knochen drauf, sodass diese Ofenhitze von allen Seiten gleichmäßig dieses Steak ummanteln kann. Wattenbrach. So, das geht jetzt in den Ofen. Der Ofen ist allerdings schon besetzt, denn dass das andere Fernsehköche können, kann ich schon lange. Hier habe ich schon was vorbereitet für den Paprika-Brotsalat, aber da komme ich gleich noch drauf. Jetzt diesen fantastischen Braten. Bei ca. 140 Grad für eine Stunde drin lassen. Während das Ochsenkotelett jetzt seinen Aufenthalt im Ofen hoffentlich genießt, können wir uns um den Paprika-Brotsalat kümmern. Und dafür habe ich bereits die Paprika einfach nur glatt runtergeschnitten, auf ein Blech gegeben und mit der Grillfunktion im Ofen behandelt. Dadurch ist es ganz leicht schwarz geworden, die Haut fängt an sich zu lösen und ich habe nachher wunderbares, aromatisches, saftiges Paprika-Fruchtfleisch. Damit ich die Haut noch einfacher abziehen kann, nehme ich mir jetzt ein Küchentuch, kaltes Wasser und damit decken wir jetzt die Paprika ab. Das kühlt jetzt den Kochvorgang sofort runter. Die Paprika bleibt schön knackig und die Haut lässt sich nachher einfacher abziehen. Die Variation, die ich mir heute zubereite, ist eine Variante des schmackhaften Originals namens Panzanella, was sehr häufig in der Toskana serviert wird. Dort unter Verwendung von vielen frischen Tomaten. Die habe ich ausgetauscht durch diese herrlich gerösteten Paprika. Zunächst einmal Ciabatta, das typische italienische Weißbrot. Bekommt seinen ganz besonderen Geschmack durch die langen Gärzeiten vor dem Backen. Ruhig mal die Augen offen halten nach einem Bäcker, der nicht die industrielle Variante anbietet, denn dort hält man sich normalerweise nicht mehr an die langen Gärzeiten und dadurch wird der Geschmack doch vehement beeinflusst. Sollte mindestens 3 Stunden ruhen. Der Grundteig ist ein Hefeteig, wird meistens ohne Salz gebacken und hat dadurch eben seine ganz spezifischen Geschmacksqualitäten. Das Brot soll zunächst einmal angeröstet werden. Noch besser wäre es gewesen, ich hätte bereits Brot vom Vortag, denn auch dieses ist ein Arme-Leute-Gericht. Wie so vieles aus der italienischen Küche, müssen damals wirklich sehr arm gewesen sein. Dieses Brot enthält jetzt noch viel zu viel Feuchtigkeit, aber mit Hilfe des Ofens treibe ich den Jungs jetzt die Feuchtigkeit aus. Das heißt, ich gebe es zu dem Kotelett in den Ofen hinein, röste es ebenfalls bei 140 Grad einfach nur trocken. Muss nicht unbedingt Farbe haben, sondern soll einfach nur richtig schön knusprig außen sein und innen drin noch eine ganz leichte Saftigkeit haben. In der Zwischenzeit gibt es noch ein, zwei, drei Produkte, die wir in den Salat hineinfügen werden. Unter anderem eins meiner Lieblings-, ich würde schon fast sagen Gewürze, ich weiß gar nicht, wie man es genau bezeichnet, Kapernäpfel. Kapernäpfel ist die eigentliche Frucht der Kaper. Das heißt, die Kapern, die wir sonst aus den Königsberger Klopsen kennen, das ist eigentlich nur die kleine Knospe, die zarte Knospe, die dann mit Hilfe von Salz oder Salzlake eingelegt wird und dadurch erst zum eigentlichen Geschmack kommt. Wenn man die jetzt aber aufblühen lässt und dann praktisch daraus Früchte entstehen lässt, kommt man zu diesen wunderbaren Kapernäpfel. Die brauchen ein wenig was von der Lake. Brauche ich ein paar für den Salat. Gut abtropfen lassen. Geschmacklich die Kapernäpfel eine Mischung zwischen Gewürzgurke und wirklich der Kaper auch.
Das Besondere daran, eine ganz leicht ledrige, feinwürzige Haut. Jetzt stellen wir uns mit Hilfe des Kapernsuds ein Dressing her. Das sorgen für das schicke Kleid von dem Paprika-Brotsalat. Und dieses Einlegwasser, Einlegwasser von den Kapernäpfeln ist eigentlich in sich so ungenießbar. Deshalb veredeln wir das Ganze mit ein wenig Olivenöl. Wie Sie an meiner Reaktion erkennen konnten, ist dieses Essigwasser recht kräftig im Geschmack. Und damit uns das ganze Gericht nicht verhaut, geben wir ein wenig Wasser hinzu. Das Wasser sollte ganz leicht Temperatur haben. Dadurch erzielen wir nachher eine schönere Emulsion. Die Säure bekämpfen wir mit Honig. Dieses Gericht hat seinen Ursprung ja in Italien, in sehr vielen Varianten serviert, auch bei mir in meinen Kochbüchern schon häufig vorgekommen. Ist mir allerdings auch erst wirklich nachträglich aufgefallen. Dann natürlich wieder würzen mit der obligatorischen Prise Salz, frischen Pfeffer aus der Mühle. Und jetzt wird das Ganze mit Hilfe des Pürierstabs zum Dressing verarbeitet. Denn mit der Hand könnte ich mir einen Wolf rühren, da wird mit dem Knoblauch nichts passieren. Und einfach nur kräftig durchmixen. Ein sehr leichtes Dressing. Kommen wir zurück zu unserer Paprika. Einfach nur von der Frucht runtergeschnitten. Jetzt hier die Schoten nehmen und man sieht, dass es doch recht einfach ist, die Haut abzuziehen. Das ist der eine Vorteil. Und der andere ist natürlich dieses ganz besondere Aroma, was durch das Rösten mithilfe der Grillfunktion im Ofen stattfindet. So. Übrigens eines der ganz wenigen Gemüseprodukte, was man auch wirklich aus dem Glas kaufen kann. Wenn Sie in der glücklichen Lage sind, dass Sie so einen spanischen Lebensmittelhändler in Ihrer Gegend haben oder vielleicht einen gut sortierten Supermarkt, dort wird auch hin und wieder einfach nur Paprika abgezogen, leicht gegrillt angeboten. Das ist ein Produkt, das schmeckt fast genauso wie das selbstgemachte. So, den letzten Hammer. Jetzt die Paprika. Einfach nur in kleine gefällige Stücke schneiden. Und ebenfalls beiseite stellen. Das Brot sollte jetzt inzwischen auch soweit sein. Ganz leicht angeröscht, innen drin immer noch ein bisschen saftig, knusprig von außen, sodass wir jetzt dazu schreiten können, die einzelnen Zutaten zu diesem wunderbaren Salat zu vereinen. Uhuhu. Eine Schüssel. Bisschen heiß. Aber wenn ich heiß anfassen kann, kann auch nicht heiß lieben. Alte Kochplattitüde. Einfach jetzt das Brot nur zerbröseln. Sie sehen, das Brot ist nicht furztrocken, sondern es hat noch einen schönen, saftigen Kern. Und daher der Ursprung dieses Gerichtes wirklich eigentlich ein Resteessen war, wo man praktisch altes Brot von der Vorwoche oder vom Vortag verwendet hat, gibt es hier auch keine feststehende Rezeptur, sondern wirklich Kreativität freien Lauf lassen. Es gibt eigentlich nichts, was jetzt hier nicht passen würde. Dann die Paprika. Gleichmäßig verteilen, dann die Kapernäpfel drüber verteilen und kein Tag bei mir in der Küche, wo ich wirklich ohne frische Kräuter arbeite. Brotsalat verlangt geradezu nach ein wenig Basilikum, um sich aber auch ein wenig Abwechslung zu verschaffen in der Küche. Ein wenig Minze, frische Minze in Salate, unter Salaten gehoben, gibt dem Gericht jeweils noch den notwendigen Kick. Nicht zu viel, dass wir das Gefühl haben, auf dem Kaugummi rumzubeißen. Aber die herrlich frischen ätherischen Öle der Minze
harmonieren einfach perfekt mit dieser fein würzigen Note der Kapern, dem süßen, röstigen Aroma von der Paprika. Einfach eine schöne Kombination. Zum Schluss das Ganze jetzt mit dem Dressing beträufeln. Das Ganze jetzt einfach nur durchziehen lassen. Und wenn Sie jetzt nach Alternativen suchen, hier bieten sich an Zucchini, Aubergine, einfach ein paar gebratene Pilze, ein bisschen Zwiebelchen, also wirklich das, was der Gemüsegarten hergibt. Das Ochsenkotelett ist jetzt ca. 35-40 Minuten im Ofen. Das braucht noch ein paar Minuten. Das hat noch einen ganz leicht blutigen Kern. Wir wollen es nachher aber perfekt rosa gegart haben. Und das in sich ist eigentlich schon eine komplette Mahlzeit. Der schmackhafte Paprika-Brotsalat zusammen mit dem Ochsenkotelett, sensationell. Aber zur Beruhigung des eigenen Gewissens machen wir heute nicht nur Fleischküche, sondern auch noch ein vegetarisches Gericht. Das können wir in diesem Falle entweder als Beilage benutzen oder aber auch als eigenständiges vegetarisches Hauptgericht. Dazu eine Pfanne aufstellen, heiß werden lassen und ein wenig Karamell herstellen. Dazu geben wir den Zucker in die Pfanne, erhitzen diese. Der Zucker wird dann irgendwann sich verflüssigen, kriegt eine leichte goldbraune Farbe. Und genau in diesem Karamell werden wir gleich die Birnen karamellisieren. Die Birnen werden hier heute nicht zum Nachtisch verarbeitet, sondern sind eine ganz leicht herzhaft pikante, dennoch süße Beilage zu der Polenta. Zunächst einmal die Birnen schälen. Versuchen Sie eine feste Sorte zu erwischen. Die Polenta, die wir gleich noch zubereiten zu diesem herzhaften Birnenkompott, wird natürlich mit Gorgonzola angereichert. Deshalb auch die Kombination Birne und Polenta. Denn der Gorgonzola, ein fein würziger Blauschimmelkäse. Und sämtliche Käsesorten harmonieren immer wieder mit einer ganz leichten süßlichen Note. Und die übernimmt in diesem Fall das Birnengewürzkompott. Die Birnen jetzt nur halbieren, den Stängel ruhig dran lassen, aus optischen Gründen. Was wir nicht dran lassen, ist das Kerngehäuse. Die Birnen brauchen wir nicht kleiner schneiden, ruhig ein bisschen stückig lassen das Ganze. Nebenbei immer wieder auf den Zucker achten, der in der Pfanne karamellisiert. Und das kann man jetzt, glaube ich, sehr deutlich erkennen. Er ist schön flüssig geworden, kriegt eine goldbraune Farbe. Stellt sich die Frage, warum karamellisieren wir den Zucker überhaupt? Warum packen wir nicht die Birnen einfach nur ein bisschen Zuckerwasser ein? Hat denselben Zweck. Die Süße vom Karamell ist einfach ein bisschen zurückhaltender. Die ist ein bisschen mehr im Hintergrund als die Süße von dem rein weißen Haushaltszucker. Gleichzeitig bekommen wir durch das Karamellisieren eine ganz feine, würzige Note, die hinten am Gaumen kitzelt. Jetzt die Birnen karamellisieren. Herrlich. Damit das Ganze jetzt nicht zum einfachen Birnenkompott verkommt, kommt jetzt noch mehr Würze hinein durch die Zugabe von frischen Kräutern. In diesem Fall ein bisschen Rosmarin, Lorbeer. So ein Gewürz, was man eigentlich immer nur vermisst, wenn es nicht benutzt wird. Man kann es selten herausschmecken, aber es macht so ein Gericht erst richtig komplett. Dann ein, zwei Nelken dazu. Und jetzt geben wir nur einen anständigen Schuss Weißwein dazu und kochen die Birnen in diesem Nelken, Rosmarin, Lorbeer, Karamell so weich. In der Zwischenzeit machen wir lecker Polenta. Polenta, ähnlich wie der Paprika-Brotsalat, eigentlich auch eher ein arme Leute essen. Polenta ist nichts anderes als Maisgrieß. Zunächst ein bisschen Gemüsebrühe aufsetzen. Für die Cremigkeit des Gerichtes ein bisschen Sahne hinzufügen. Wir haben hier 600 ml Gemüsebrühe ungefähr, 100 ml Sahne. Dann wird das gewürzt mit Salz. Überraschung, Pfeffer aus der Mühle.
Und ein Gewürz, was eigenartigerweise wirklich unterschätzt wird, was viel zu selten noch eingesetzt wird, ist Muskatnuss. Soll ja auch ganz leicht berauschende Wirkung haben. Die Polenta natürlich ein sehr sättigendes Gericht. Hier das fein gemahlene Maiskorn. Es ist allerdings nicht sehr nährstoffreich, nichtsdestotrotz sehr sättigend und je nachdem, was man diesem Gericht hinzufügt, auch natürlich sehr, sehr schmackhaft. Ein bisschen Käse darf nie fehlen. In diesem Fall sogar gleich zwei. Wir haben hier diesen herrlich vollwürzigen, cremigen Gorgonzola. Der geht allerdings nachher separat auf die Polenta. Was in die Polenta geht, ist der gute alte Parmesankäse. Hier benötigen wir keine Unmengen, denn der Parmesan soll nicht im Vordergrund treten. Der Parmesan soll die Polenta einfach nur reichhaltiger gestalten, cremiger. Da reichen mir gute 50, 60 Gramm. Auf die vorgegebene Flüssigkeitsmenge nehme ich ca. 170 Gramm Polenta. Was nicht ganz kriegsentscheidend ist, da wenn mir die Polenta zu flüssig wird, gebe ich einfach noch ein bisschen zusätzliches Polentamehl hinzu. Eine grobe Orientierung hilft immer. Und jetzt, es ist so einfach, wie es auch aussieht, nur die Polenta langsam einrieseln lassen. Den Grießbrei, den kennen wir fast alle aus unserer Kindheit. Das hier ist die würzige Verwandte. Sieht man, zieht sofort an. Während die Polenta jetzt leicht am Quellen ist, ist die Flüssigkeit von den Birnen nahezu verdampft. Der Karamell überzieht die Birnen mit einem ganz leichten goldbraunen Film. Und zum Schluss jetzt noch für den Geschmack ein bisschen Butter. Die Flamme können wir jetzt ausmachen, die benötigen wir nicht mehr. Die Resthitze reicht mir. Dann ein wenig würzen mit Salz und Pfeffer. Herrlich. Was ein Anblick. Ganz bisschen süß ist mir das Ganze, deshalb brauche ich noch eine Scheibe Zitrone mit hinzugeben. Das gibt einmal das Zitronenaroma ab, als auch die Säure aus dem Fruchtfleisch. Ein Scheibchen lang mit drin. Das Kompott können wir jetzt schon abfüllen. So, die Polenta, bisschen Butter mit hineingeben. Ein sehr kräftigendes, ein sehr stärkendes Essen. Dann den Parmesankäse. Und jetzt alles nur unterheben. So sieht das Ganze ja noch relativ unspektakulär aus. Was das Ganze spektakulär macht, ist wirklich die klassische Variante. Direkt aufs Brett gegossen und man isst es unmittelbar vom Brett runter. Die Ursache dafür soll darin liegen, dass früher, wie gesagt, Polenta ein sehr arme Leuteessen war. Und die Leute so arm waren, dass sie noch nicht mal Teller hatten. Man hat die Polenta gekocht und direkt, so wie sie ist, auf den Esstisch geschüttet. Und dann saß die ganze Großfamilie drumherum und hat sich an diesem herrlich schmackhaften Brei bedient. So. So, schon ein netter Anblick, aber noch nicht richtig spektakulär. Jetzt kommen wir auf den Gorgonzola zurück. Hat einen ganz fein würzigen Geruch. Sollte cremig sein. Nicht schmierig, auf gar keinen Fall schmierig. Wenn Sie ihn kaufen, sollten Sie ihn im Supermarkt sehen. Und er hat schon so eine ganz leicht bräunliche Verfärbung. Einfach nur links liegen lassen, nicht benutzen. Dann ist er schon überreif. Käse ruhig ein bisschen eindrücken. Dadurch nimmt er ein wenig von der Temperatur an. Und fängt an, ganz leicht zu schmelzen. Was ein Anblick und vor allen Dingen, was ein Geschmack. Der Salat ist fertig, die Polenta steht und jetzt kommt der Zeitpunkt, auf den ich mich schon die ganze Zeit freue. Das Fleisch kommt wieder aus dem Ofen. Hier gute Stunde drin gewesen, bei 140 Grad. Lecker, lecker. Warten, Oschi.
hatte Zeit, jetzt schön gleichmäßig durchzuziehen. Und den größten Fehler, den Sie jetzt machen könnten, ist direkt den Säbel nehmen und rein damit in den Ochsen. Das hätte nur zur Folge, dass der ganze Saft austritt, da das Fleisch jetzt noch unter Spannung steht. Ruhig ein wenig abseits stehen lassen. Wenn Sie Angst haben, dass es auskühlt, mit Alufolie abdecken. Ansonsten einfach so. Wenn das Fleisch ein wenig Zeit hatte, sich zu entspannen, schneiden wir jetzt einfach nur, Vorsicht, am Knochen lang. Wunderbar. Die Zubereitungsmethode am Knochen sorgt dafür, dass das Fleisch besonders saftig wird. Die Hunde wird es auch freuen. Jetzt einfach nur in der Mitte durchschneiden. Und dann sieht man schon, wunderbar rosa auf den Punkt gebraten. Herrlich, so soll es aussehen. Wie man sieht, mir schmeckt und Ihnen wünsche ich jetzt viel Erfolg beim Nachkochen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.